Hallo bei eurimehl.com, ich möchte mit euch pikante Apfelspalten zubereiten und wir brauchen dafür Apfel, Nusshälften, Butter, Weißwein, Zitronensaft, Honig, Salz, Pfeffer, Zimt und Chili. Ich habe den Apfel geschält, dann entferne ich mit dem Messer das Kerngehäuse. Jetzt schneide ich meinen Apfel in gleichmäßig dicke Spalten. In der Pfanne habe ich einmal Butter erhitzt. Ich habe die Äpfel mit Honig karamellisieren lassen, mit Weißwein und Zitronensaft abgelöscht und das lasse jetzt komplett verkochen. Die pikanten Apfelspalten sind jetzt servierfertig. Ihr könnt sie gut vorbereiten und in Gläser gefüllt im Kühlschrank aufbewahren. Ihr könnt sie aber auch sofort verwenden. Sie passen zu Geflügelgerichten, sie passen zu Wild- oder zu Rindfleischgerichten oder als hübsches Dekor für Brötchen und Snacks. Die genaue Anleitung und das genaue Rezept gibt es wie immer unter www.euromehl.com.